Jetzt wird von nun an wird immer shootert, nicht kickt. Shootert wird jetzt im Pradelberger Fußball. Ja, und ich bin der Thomas Knobel. Die Bundesliga hat dem Ansuchen von Austria Lustenau zwecks seiner Spielverschiebung beim Derby gegen FC Mohrendornbirn am letzten Sonntag an Allerheiligen eine Absage erteilt, weil 14 Kaderspieler plus 2 Torhüter sind im Aufgebot noch zur Verfügung gestanden. Der Lustenau Austria deshalb wurde gespielt vor 500 Zuschauern. 1:0 gewann FC Dornbirn nach über einem Jahrzehnt wieder einmal das große Duell gegen die große Austria. Dann gibt es wieder Geisterspiele in der Bundesliga und zweiten Liga ab sofort den ganzen November und bis Mitte Dezember. Und der komplette Amateurfußball und der Nachwuchsfußball, der setzt mindestens bis März 2021 aus. Somit grüß Gott, ein herzliches Hallo zum Juta 3.0, die Fußball-Show von Vorarlberg Online. 5 Kaderspieler plus Betreuer und Funktionäre wurden positiv auf das Coronavirus bei SC Austria Lustenau vor dem Derby gegen FC Mohrendornbirn getestet. Man hat eine Absage eigentlich erzwungen. Es wurde nichts daraus. Gespielt wurde 1:0 für Dornbirn. Ob die Lustenau Austria am Freitag um 18.30 Uhr in der Steiermark gegen Kapfenberg spielt, das steht noch in den Sternen, weil die Testergebnisse sind noch ausstehend. Es könnte sein, dass noch mehrere Spieler von der Lustenau Austria positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Hoffen wir aber, dass der Sport wieder in den Mittelpunkt rückt. Beim FC Mohrendornbirn herrscht Aufbruchstimmung und eine Euphorie nach dem Derby-Erfolg in Lustenau. Platz 6 in der zweiten Liga. Und vor allem bei ruhenden Bällen gibt es 3 neue Helden. Der Lukas Friedrikas, der Franco Joppi und der Christoph Domit, die haben Traum-Freistoßtore geschossen und daher auch einen großen Anteil, dass die Rothosen so weit vorne in der Tabelle liegen. Und im Heimspiel gegen SV Lafnitz, gegen den Tabellenzweiten aus der Steiermark, wollen sie am Samstag um 20.25 Uhr im Geisterspiel auf der Birkenwiese endlich einmal zu Hause gewinnen. Tja, und der komplette Amateurfußball hat letztes Wochenende zum letzten Mal gespielt. Für viele Monate lang erst im März soll, sofern es wieder die Bestimmungen zulassen, gespielt werden. Bis dahin ruht der Amateur- und Nachwuchsfußball. Und in der VNAT Elite Liga, da sind noch 15 Spiele zwar ausständig, aber der World of Jobs VfB Hohenems und der Intermann FC Lautrach, die haben schon ein Ticket für das Meister-Playoff in der Regionalliga West im Frühjahr mit den besten Amateurvereinen aus Tirol und Salzburg erworben. Alleine im Amateurfußball in allen Ligen von der Vorarlberg-Liga bis zur 5. Landesklasse sind mehr als 50 Meisterschaftsspiele noch nachzutragen, damit zumindest ein Hinspiel in allen Ligen gespielt werden kann. Und dann hätte auch die neue Bestimmungen das vorgesehen, dass es die Aufsteiger geben wird in allen Ligen und keinen Absteiger. 2 Endspiele warten auf die Girls vom FFZ Vorderland in der Frauen-Bundesliga. Am Sonntag um 14 Uhr in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck wollen die Simonelli-Schützlinge endlich gegen den letzten Wacker Innsbruck gewinnen, um den drohenden Abstieg zu verhindern und auch im vierten Jahr im Frauenoberhaus bleiben. Dann sorgt die Lochauerin Anna Behreuter für großes Aufsehen. Die Lochauerin seit Sommer beim Serienmeister SKN St. Pölten unter Vertrag. Die hat im letzten Meisterschaftsspiel
4 Tore geschossen. Das muss man sich einmal vorstellen. Eine Lohauerin schießt für das beste Frauenteam aus Österreich 4 Tore in einem Meisterschaftsspiel. Und die aktuelle ÖFB U19-Nationalspielerin, die will natürlich in 2-3 Jahren einmal im A-Team der Frauen von Österreich spielen. Und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass sie das auch umsetzen wird. Weil die Sabrina Horvath, die steht kurz vor dem Debüt im A-Nationalteam der Frauen. Und auch Carina Brunold und die Patricia Pfanner, die haben die Fähigkeiten und die Qualität, einmal im A-Nationalteam der Frauen von Österreich zu spielen. In der Form seines Lebens befindet sich der Thüringer Michael Lindl, der 35-Jährige, der beim Bundesliga-Club Wolfsberger AC spielt, sorgt mit seinem Spielwitz und für seine Traumtore bei Standardsituationen für sehr, sehr positive Schlagzeilen in den letzten Tagen und Wochen. Und der Michael Lindl, der wurde sogar ins Team der Europa League am letzten Spieltag gewählt. Also Gratulation an Michael Lindl, dem Thüringer in den Diensten der Kärntner. Das war's, meine Damen und Herren. Schönes Wochenende, bis bald. Ciao, Servus und auf Wiedersehen. Und werdet alle gesund und bleibt gesund.